Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video. Und zwar habe ich ein kleines Sponsoring erhalten für ein Unboxing. Dankeschön an LC Power für das kleine Paket. Und ja, das traf ein und somit wollte ich gleich das Video machen. So, das ist das Paket. Ihr seht, zugeklebt bis zum geht nicht mehr, ist aber, finde ich, ganz wichtig. Dementsprechend packe ich das jetzt mal vor euren Augen aus und dann schauen wir mal, was ich denn geschickt bekomme. So, das Paket ist offen. Und jetzt gucken wir doch mal rein. Oh, ein Lüfter. Okay. Ein 120 mm Gehäuselüfter. Kann ich das jetzt mal kurz so zeigen? Und wir haben LED-Streifen für das PC-Gehäuse bekommen mit PCI-Anschluss. Sprich, ich kann das dann einfach ans Mainboard anschließen. So, und zwar habe ich mich jetzt an den Schreibtisch gesetzt. Und zwar haben wir hier diesen Airazor, der echt schwer ist. Hier hinten habt ihr dann noch die technischen Daten alle drauf. Wie zum Beispiel, was hier ganz wichtig ist, der ist mit einem neuen Silikongehäuse. Ich kann euch das mal kurz vorlesen hier. Alle Gehäuselüfter der Airazor-Serie verfügen über einen hochwertigen Silikonrahmen, welcher für eine schwingungsfreie und somit geräuscharme Verbindung zu ihrem Computergehäuse sorgt. Sprich, er ist leise, was ganz besonders in YouTuber-Kreisen wichtig ist, denn was bringt's mit dem schönen Mikrofon, bestes Licht und beste Kamera, geiles Spiel, aber dafür der PC so am Husten ist, weil halt einfach die Lüfter so laut sind, dass man nichts mehr hört. Dementsprechend ist geräuscharm extrem wichtig. Wir packen den jetzt einfach mal aus. So. Hier haben wir die Schrauben dazu. Und dann kommen wir zum Lüfter. Oh. Er ist komplett, also hier oben ist Silikon, das fühlt sich echt komisch an. Er ist echt super windig geschnitten. Man sieht das, also hier alles abgerundet, hier außen dran. Die Rotoren sind ganz anders, wie ich normalerweise Lüfter kenne. Im technischen Datenblatt steht jetzt drin, dass durch das neue Design der Rotorblätter ein besserer Luftzug entsteht und dementsprechend besser gelüftet werden kann und der Geräuschpegel dadurch auch auf ein Minimum reduziert wird. Wir testen das Ganze auf jeden Fall später noch. Aber es ist echt, es fühlt sich, er ist schwerer als gedacht, wirklich. Durch das Silikongehäuse, ich denke mal, dass das ist, was das so schwer macht. Kann man das abnehmen? Ah, nicht ganz, okay. Weil hier, das geht durch das Kabel dann durch. Aber dann, das Silikon wiegt einiges, hätte ich nicht gedacht. Und so sieht man die Verarbeitung natürlich auch. Echt schön gemacht, muss man sagen. Also ein schönes Design. Ich klappe das hier mal wieder drauf. Also zudem muss ich echt sagen, es ist ein sehr schönes Design. Ich habe schon ganz andere gesehen, wirklich ganz andere. Ich werde auf jeden Fall eine Vorher-Nachher-Aufnahme machen, wie sich der PC anhört, wenn er auf Hochtouren läuft. Und die Lüfter komplett an sind. Ob man dann eben einen Unterschied zum alten und dem neuen Lüfter hat. Dann kommen wir zu etwas Kreatives. Ich habe zwar LED-Beleuchtung im PC drinnen, aber das ist so selbst reingeklebte und irgendwie... Naja, packe ich das jetzt mal aus. Das sind LED-Streifen mit PCI-Anschluss. Okay. Ich habe Angst, dass irgendwas runterfällt und ich kaputt mache. Also hier in dem Paket seht ihr jetzt erhalten die Klebestreifen. Das sind so die standard doppelseitigen Klebestreifen, die es überall gibt. Dann die LED-Streifen, den PCI-Chip und ein Kabel mit dazu. Ich packe das jetzt mal einzeln aus. Die Streifen sind gut verpackt. Okay, da kann nichts passieren. Dann haben wir hier einmal die LED-Streifen. Sind sehr hochwertige Streifen, so wie es ausschaut. Ich hatte ja schon mal einen kleinen Test gemacht im PC, wo mir dann die LED-Streifen weggeschmolzen sind und einen kleinen, ja, einen kurzen ausgelöst haben im PC.
Dementsprechend bin ich, was sowas angeht, sehr kritisch. Also es sind zwei Streifen. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sind extrem dick verklebt. Auch untenrum. Die sind auch mit Magneten. Also die könnte man wahrscheinlich ans Gehäuse selber mit hinpappen. Und die LEDs sind... Es sieht auch nach hochwertigen LEDs aus. Also, Entschuldigung. Ich habe auch schon ganz andere verbaut in meinem Auto, sowie auch hier in der Wohnung. Da ich ja mich mit LED-Streifen genauso wie mit dem Löten der Streifen einigermaßen auskenne. Es scheint echt was Gutes zu sein und kein 0815 Zeug. Was mich interessiert ist, ob das auch natürlich bei besonderer Hitze trotzdem kleben bleibt. Also, zum Ersten. Die LEDs finde ich Hammer. Einfach anschließen, ganz besonders mit dem Magnet. Ich bin total begeistert von den Magneten. Kein lästiges Kleben mehr, keine Kleberückstände. Hast du dich einmal verklebt, ja Pech gehabt, dann klebt es halt nicht mehr, wenn man es wieder abzieht. Somit kann man es immer wieder neu justieren, immer wieder woanders hin machen. Einfach genial und es hebt trotzdem. Ich habe hier überall LEDs auch eingebaut und habe ja dazu hier diese LED-Streifen mit Fernbedienung. Ich kann jetzt hier zwischen den ganzen Farben wählen. Hier habe ich jetzt nur die Möglichkeit, durch den Chip da unten ist, entweder maximale Leuchtkraft, minimale Leuchtkraft, dann haben wir eben pulsierende Leuchtkraft, aber ist dieses Aufleuchten des Knöpfchen, das eben dabei war, das schwarze Knöpfle, das ist, um die Farben zu wechseln. Da ist dieses Farbspektrum drauf, das sind die Farben, die wir haben. Schön ist halt jetzt noch gewesen, wenn man sagt, okay, man guckt jetzt einen Film oder so, ich nehme schnell die Fernbedienung, dass sie einfach damit halt ein bisschen Licht da ist, damit es nicht zu dunkel ist. Wäre noch sehr schön gewesen, wenn man noch irgendwie sagen könnte, man könnte es irgendwie mit der Fernbedienung irgendwie steuern. Zum Lüfter. Ich bin ausgesprochen begeistert, was ich absolut nicht gedacht hätte. Ich habe jetzt hier den alten Lüfter da. Das war der, was vorher eingebaut war. Das ist kein Vergleich. Es ist nur Haarplastik drinnen. Also man sieht, ich kann hier nichts biegen, ohne dass ich Angst haben muss, dass es gleich bricht. Ein herzliches Dankeschön geht auf jeden Fall an Markus von LC Power, der mir dieses Paket zugesendet hat, damit ich dieses Unboxing und den Test machen kann. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Online-Shop sowie auch den Link zu den zwei Produkten, die ich eben vorgeführt habe. Schreibt mir in die Kommentare, hat euch das überhaupt gefallen? Würdet ihr gern mehr sowas sehen wollen? Irgendwelche Sachen, die euch aufgefallen sind, was vielleicht gut waren, was vielleicht nicht so gut waren. Ich würde es auf jeden Fall gerne wissen und hoffe natürlich, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!